Moin Leute, ich begrüße euch. Halls of Torment. Also, das Spiel erinnert nun wirklich in einigen Zügen an Diablo. Ich habe selber jetzt schon gesehen, wie es einer gedaddelt hat. Wir gucken jetzt mal rein. Ja, wir sind hier so ein Krieger. Hier ist noch nichts freigeschaltet, aber das wird nachher kommen. So, jetzt gehen wir mal rein. Hier steht alles. Move mit Pfeiltasten, Aim, Attack oder Toggle Auto Attack. Okay. Okay, das ist Feuer. Und ihr seht unten links, ja, so das, wie das Help. Und allgemein dieser Retro-Style. Und das sage ich schon mal gleich, das gefällt mir übertrieben. Jetzt ohne Scheiß. Also als ich das gesehen habe, müssen wir jetzt mal ein bisschen Erfahrung hier sammeln. Okay, ich glaube hier mal rein. Oh. So, Base Block Chance oder Damage. Ich glaube, wir nehmen Damage. 10% mehr Damage nehmen wir. Ah, wir haben auch Lebensregeneration, habt ihr eben gesehen. Ich glaube, wir laufen mal oben links zu der Truhe hin. Weil oben rechts seht ihr, wir können auch Gegenstände tragen. Und wir können auch noch Spells benutzen. Attack Speed, Health Generation. Das ist Strong. Das können wir vielleicht einmal mitnehmen. Weil Strong ist, glaube ich, eine erhöhte Rare-Stufe. So. 88 Schaden. Zwar im Crit. Ja. Wir müssen halt ein bisschen. Warte mal kurz. Wollen wir die Crit. Die machen wir mal höher, die Crit-Chance. So ein bisschen ausbalancieren zwischen. Erfahrung sammeln, aber auch mal ein bisschen weiter wieder nach oben gehen. Guck mal, da hat einer ein goldenes Schild. Okay. Pickup Range. Movement Speed oder Area. Klingt auch. Ich glaube, ich nehme aber Movement Speed. Aber ich finde es jetzt schon cool. Ich komme hier auch gerade überhaupt nicht weg. Ich glaube, es gibt auch schon Achievements und so, die man hier sammeln kann in dieser kostenlosen Prelude, nennt sich das, so eine Art Demo. Das werde ich aber auch hundertprozentig auf meine Wishlist setzen. Ja, auch diese Orgel im Hintergrund. Kommen denn da jetzt für einen Schleim? Oh, plus 3 Base Critical. Ja, und Block schon. Kriegen wir zwei Sachen auf einmal. Oder wollen wir die. Ich nehme das. Ups. Ah, wir haben geblockt. Ich laufe jetzt einfach mal zu dem. Zu der Truhe. Oh, hier ist eine Elite. Kann aber lange dauern. Wir laufen einfach weg. Oh, scheiße. Gold eingesammelt. Oh, hä? Hör, wie weit ist denn diese Truhe? Ah, nee. Jetzt müsste sie etwas näher sein. Da. Okay, schauen wir mal. Das ist Base Critical Damage. Mehr Damage einfach. Ich glaube, dann nehme ich das. Okay. Oh, guck mal, jetzt machen wir 99 Schaden. Wir haben 11 Schaden mehr bekommen. Wieder ein bisschen Erfahrung. Wir sollten den auch vielleicht mal töten. Wir haben noch kein Spell bis jetzt. Aber die müssen wir auch einsammeln. Die
Ah, dann wir wieder da. Ne, dann nehmen wir das, ist was anderes. Plus 15 Damage und Attack Speed. Ups, 112 Schaden jetzt. Und auch die Hintergrundmusik. Ach, guck mal, wir haben Quest. Survive until the... Oh Gott, noch. Ach, er steht ja unten rechts auch. 26, also 25 Minuten noch. Ungefähr. Oh, das war jetzt aber fies hier, wie die gerade gekommen sind. Attack Speed, Critical. Damage. Auf jeden Fall auf Damage. So, wir gehen natürlich gleich definitiv wieder nach rechts. Oh, ein kleiner Schatz. So, ein blöder Schleim. Kommt der denn? Ich sehe den gar nicht bei den Skeletten. Und wer kommt denn da? So kleine Teufel. Dann wär's mal das hier alles ein. Okay, Attack Speed. Glaube ich, nehme mal Movement Speed. So. Na? Lightning Strike, Arcane Splitters, Fire Needles. Ich nehme mal Lightning Strike. Ah. Unten rechts ist dann wieder ein Spell. Da läuft sogar weg, da eine. Nehmen wir mal das. Gold. Das Gold können wir dann wahrscheinlich später benutzen für Langzeit-Upgrades. Oh Gott, wer kommt denn da? Heftiger Auftritt auf jeden Fall. Wir nehmen jetzt mal Area. Ist aber ziemlich tanky. Scheiße. Oh. Ja, der kriegt ja gar keinen Schaden, Mann. Das ist ja... Der beschwört auch noch so eine kleine... ich glaube, wir nehmen mal Attack Speed. Aber freut mich auch jetzt schon mal, ne? Es gibt jetzt schon mal, so, wir haben schon mal Eliten gesehen. Das ist ja jetzt schon ein bisschen mehr. Das ist ja schon so ein kleiner Boss hier. Nochmal Range, würde ich sagen. Ja. Wir laufen jetzt einfach mal Richtung... Schriftrolle. Also ich hoffe, die Blitze bekommen noch ein Upgrade. So komplett überzeugen die mich jetzt gerade noch nicht. Aber wenn die Runde jetzt auch noch über 20 Minuten geht, naja. Wir ziehen das durch. Er ist auch bald tot hier.
Aua. Ja. Den Imp Chieftain. Der hat eine Truhe gedroppt. Aber wir locken die anderen erstmal weg. Ja, mir gefällt das bis jetzt echt. Also wenn das rauskommt, werde ich so hundertprozentig spielen. So. Movement Speed increases base critical damage. Ich glaube, ich nehme Movement Speed. Ihr habt ja gesehen, wie vorhin auf einmal mega viele angestürmt gekommen sind. Ich will jetzt nochmal zur Schriftrolle. Ich will noch einen neuen Spell haben. Oh, guck mal. Magier. Die schießen mit glühenden Skelettköpfen. Kommen wir jetzt mal nach rechts. Wir müssen ja durchgehen. Warte mal, ich glaube, das ist hier Feuer. Ja, perfekt. Yeah. Oh, oh, ouch. Okay, das müssen wir hier nochmal ausnutzen. Das ist ja auf jeden Fall mega witzig. Ups. Oh Gott, wie weit ist denn bitte dieses... Ja, danke. Astronomus Orbs, Arcane, Splint. Wir nehmen mal das. Das sind so eine Dinger, die um uns herumschweben. Jetzt kommt der Schleim wieder zurück. Jetzt sollten wir aber auch den Weg wieder zurückgehen. Genau den wir gegangen sind. Weil da wird, glaube ich, so viel Erfahrung rumliegen. Ah, hier kommt wieder eine Elite. Plan. Oh, dann nehmen wir auch gleich ein Upgrade, glaube ich. Plus Orb. Ja. Ups. Sind auch ziemlich weit weg, die Dinger. Für gewöhnlich sind ja diese Sachen immer näher an den Charakteren. Ich finde es ganz cool. Boah. Jetzt brauchen wir jetzt nicht so easy. Autsch. Gott. Machen wir mal. Ja, komm. Wir nehmen ein Stronges. Wir kriegen dann sogar ein Healing von 70. Also wir werden auch um den Wert geheilt. Das ist nicht schlecht. Hier liegt so viel Erfahrung, muss ich mitnehmen. Den muss ich immer töten hier. Zack. Okay, was heißt töten? Komm da nicht ran hier an die... Na gut. Okay, so. Dedication mit der Ohr 3. Hier. Ja, nehmen wir das mal, das Upgrade für die Blitze. Aua. Shit. Ace Help. Wollen wir auch mal... Ja, ich weiß nicht, ob sich das... komm, nehmen wir noch mal ein bisschen... Sachen mit. Oh, Präsenz plus sich. Ja, nehmen wir das. Survive until. Okay. 18 Minuten. Gucken, ob wir es schaffen. Oh, was sind das denn für welche? Ach du Scheiße. Boah. Ja, das ist ja jetzt scheiße, Mann. Das werden wir, glaube ich, nicht schaffen.
Das mehr Damage. Kann das Feuer uns... Nein! Der Orb hat das schon zerstört. Es ist viel zu früh. Boah, wir haben eben so viel Leben verloren. Der Elite hat aber auch noch gar kein Leben verloren, Mann. Wahnsinn. Na komm, ey, wieder eben. Boah. Wie halten die denn aus, diese... Aua. Ja, Leute. Ist gleich GG hier. Area Base... Boah. So, das ist für einen Blitz. Nehmen wir, glaube ich, das. Mehr Area. Machen wir wieder diese Kreistaktik. Am Kreis laufen. Autsch. Ach, sind wir in die Pfütze. Oh nein, ey. Plus 10%. Da kommt ja gleich der nächste. Ach du Scheiße. Wir sind tot. Nee, noch nicht. Ja, aber schon mal ganz coole Bosse am Start. Oh, guck mal, wie schnell die sind. Ja. Verdammt. Brauchen Leben. Danke. Top. Mit dem Speer sind echt fies, weil die mega schnell sind. Allerdings, das ist eigentlich ganz cool, glaube ich, oder? Nehmen wir Block. X-Speed, glaube ich. Oh, oh. Hä? Haben sie das nicht getroffen eben? Aber das dafür... Autsch. Und Leben wieder. Wir brauchen, glaube ich, auch mehr Pickup-Range. Tech-Speed-Range, ja, machen wir das. Oh, oh. Nein. Oh. Der ist ein, die haben jetzt blaue Gewänder an. Gott, wir sind jetzt ein One-Hit. Scheiße. Nein. Oh, fuck. Wir haben doch noch kein One-Hit, aber jetzt. Das Spiel ist aber auf jeden Fall nicht schlecht. Guck mal, jetzt haben wir noch einen Bogenschützen freigeschaltet. So, was hier? Quests? So. Meilensteine. Unlocks. Also steht auch was in Unlocked Wellkeeper. Okay, das schaltet auch Sachen bei. 100 Caverns. Und noch eine andere Map? Okay, da ist noch nichts.
Ah, und hier können wir das Gold ausgeben. Es gibt aber irgendwie nicht Schaden, oder? Nö. Nehmen wir, glaube ich, Pickup Range. Ne, wir nehmen den Movement Speed, finde ich ganz gut. Dann würde ich sagen, spielen wir jetzt mal die andere Map, ne? Oder? Ja. Dem Archer. Was ist denn hier alles auf der Map? Boah, scheiße. Explore critical 10% mehr Damage. Auch die Geräusche ist eher ruhig gehalten. Ich finde es echt cool. Oh. Weak, weak. Mir das. Das wird super schnell. So, wo laufen wir hin? Wir gehen nach rechts, glaube ich. Zu diesem. Was ist denn das? Damage Bonus. Ach, die ist gefangen. Okay, bin gerettet anscheinend. Oder was? Nö. Da ist der Schlüssel oben links. Ah, so habe ich jetzt erst gesehen. Den müssen wir jetzt holen. Okay. Wahrscheinlich schalten wir dann auch irgendwas frei. Hier ist er. Gehen wir jetzt wieder runter. Wer kommt denn da? Excuse the Wellkeeper. Okay, und der läuft weg. Oh, was ist denn? Ja, nehmen wir Pickup Range. Auch 40% ist ziemlich heftig eigentlich, ne? So. Dann gehen wir jetzt erstmal unten zur Truhe hin. Guck mal, eine Bombe dabei. Sehr schön. Und der macht auch Schaden an den eigenen. Hier kommen jetzt auch Leute mit Schild. Bisschen Feuer. Was ist denn hier? Ja, noch weiter, echt. Und von da?
Attack Speed, Critical Hit. Ja, wir nehmen das. Base Attack Damage. Nehmen wir mehr Damage auf jeden Fall. Oh Gott. Ja, haben wir Glück gehabt. Ja, wir haben relativ viel Movement Speed. Do not get hit for 3 minutes, alles klar. Ich versuche noch ein bisschen weiter nach rechts zu gehen, weil hier liegt ja irgendwo noch Erfahrung rum. Müsste eigentlich. Oh, eine Menge Gold. Sehr schön. Hier. Wir haben jetzt schon 116 Gold. Eben im Spiel haben wir insgesamt 230 gehabt oder so. Jetzt sollten wir jetzt auch ihn erstmal hier finishen, sonst kommt gleich noch der nächste. Sehr schön, der hat gesessen. Attack Speed Damage, ja, top. Block, oh, wieder 9. Und nehmen wir. Oh. Ja, Crit Chance. So, gleich haben wir ihn. Oh, 10% mehr Schaden, ja. Ja, oh Gott, ich war im Stuck. Fuck. Ja, Gegner sehen ein bisschen anders aus hier. Teil. Movement Speed, Block schon. Ich mach das ja. So. Ring Blades, Throws in an Alternate. Ja, nehmen wir das. Ja. Oh. Ja, aber auch schon mal verschiedene Gegner. Verschiedene Bosse. Finde ich schon mal ganz. Ganz nice. Und ich mag ja persönlich eben dieses Retro-Look so auf Diablo gemacht. Also es gefällt mir schon sehr. Das werde ich mir auch hundertprozentig holen. Das weiß ich jetzt schon. Das ist natürlich noch absolut... Oh Gott. Was natürlich noch mega heftig wäre, wenn die Gegenstände, die wir einsammeln, so wie bei Diablo, ein bisschen unser Aussehen verändern. Gib mir nochmal Attack Speed. Oh. Da hält aber echt auch mega viel aus. Leben? Nee. Gehen wir mal oben zum Spell hin. Oh. Oh oh. Gut.
ist das denn? Und das ist der nächste. Scheiße. Boah, die Entfernung, ey. Das erinnert mich an Army of Ruin of. Die Spezialbosse. Dass man gefühlt auch mal eine halbe Ewigkeit hingehen. Oh, guck mal, jetzt schießen die hier auch. Oh nein, der hat mich gerade voll getroffen. Wir haben nur noch 10 Leben. Ach du Scheiße. Da ist es. Oh, kommen wir jetzt aber nicht ran gerade. Sind hier längs. So, nur mal. Nehmen wir mal das. Das hat man noch nicht. Und wir sind tot. Ja, scheiße, nein. Ach, guck mal, hier ist der Typ. Ich jetzt zu ihm hingehe. Passiert irgendwas? You've earned my deepest gratitude. This well has dropped. Ach, echt? Nein, das kann man nicht die ganze Zeit anziehen können. Scheiße. Oder habe ich das mit ihm jetzt erst freigeschaltet? Wahrscheinlich, ne? Das kommt wahrscheinlich auch noch. Sonst noch irgendwas? Der Shop. Er macht auf mich jetzt echt einen guten Eindruck. Nehmen wir jetzt als nächstes nochmal das. Haben wir noch 100. Bob. So, Leute, das sollte erstmal gewesen sein. Für einen kleinen Vorgeschmack. Testet das auf jeden Fall aus. Also, ich find's geil. Das wird weiter gedaddelt in Zukunft. Und vergisst nicht, ja, schon mal Diablo 4 die Beta runterzuladen. Die geht ja am Freitag um 17 Uhr los. Und dann sehen wir uns im Livestream oder beim nächsten Video. Haut rein, euer Alfan. Ciao, ciao.